Wir fangen mit einer vollsten Ladung Krankheit an. Also wirklich, ich brauche jetzt mal kurz einen einzelnen Chat von Leuten, die sagen, sie haben das Jahr 2003. Oder nee, warte mal, 2000, nee, Moment. Wann? Ich brauche einen einzelnen Chat von Leuten, die das Jahr 2008 conscious erlebt haben. Conscious heißt, ihr wart über 10 Jahre alt. Das wäre wichtig. Okay. Check. Okay. Also, haben wir da ein paar Leute im Chat. Eins, ich bin 89, Defloratur. Ich hoffe, es geht dir besser. Okay. Passt auf. War 8 Jahre, geht auch. Okay. Jetzt nochmal ganz kurz einen einzelnen Chat, wer The Next Uri Geller noch kennt, Chat. The Next Uri Geller. Diese Show, die wirklich, also, die letzte Full-Psychose. Digga, okay. Es gibt dazu ein 26-minütiges Video, was ich mir unbedingt für den Stream aufheben wollte, vom lieben Matthias Berger, hat 700.000 Aufrufe und ey, Uri fucking Geller, Vincent Raven mit seinem Raben Korax. Wir lieben ihn alle. Der Löffel wird gebogen, Digga. Das Einzige, wo ich das herkenne, dass der Löffel gebogen wird, war mein Onkel, wenn er sich Heroin gespritzt hat. Wir gehen aber trotzdem mal rein, meine Freunde, und schauen uns jetzt mal dieses Video über Uri Geller, die Vollpsychose, an. Wir gehen rein. Let's go. Next Uri Geller war Deutschlands außergewöhnlichstes TV-Format. Millionen von Menschen sahen dabei zu, wie Uri Geller live durch den Fernseher ihre Uhren reparierte und ihre Löffel verbog. Was? Normale Zaubertricks? Uri Geller hat gemacht, dass ich mich einpisse. Nein, das waren echte Mentalisten mit paranormalen Fähigkeiten. Stimmt's, Kodax? Digga, dieser Rabe, was? Der Rabe hat einfach, der hat einfach in der Live-Show geschissen. Oh mein Gott. Genau, so viele Memes einfach, die aus dieser Sendung kommen. Doch erinnert ihr euch noch an alle Einzelheiten oder wart ihr vielleicht 2008 sogar zu jung, um das geschaut? Na, ich erinnere mich, aber nicht mehr an alles. Zu haben. Ich habe mir jetzt 16 Jahre später aus Zaubererperspektive das ganze Format noch einmal angeschaut. Er ist Zauberer, okay. Ihr es nicht tun müsst und euch etliche Stunden spart, die ich nie wieder... Uri Geller hat gemacht, dass mein Dad Milch holen wollte und nicht wiederkam. Kuwe, ja, safe, es war Uri Geller, der deinen Vater auf die Tankstelle geschickt hat. Eins. Wieder zurückbekommen. Und was ich vorgefunden habe, hat mich sprachlos gemacht. Seht selbst. Digga, was war 2008 los, dass wir alle vorm Fernseher sagten und uns gedacht haben, hoffentlich biegt der Typ meinen Löffel. Und ganz Deutschland hat das geguckt. Bro, das passiert mit einem Land, wenn gerade keine Fußball-WM ist. Ist das krank. Ich bin danke 2007 produziert Mentalmagier Uri Geller im israelischen Fernsehen die Sendung The Successor, also der Nachfolger. Sie wird ein Mega-Hit und mit Einschaltquoten von über 50% die erfolgreichste Sendung im israelischen Fernsehen bis heute. Diesen Erfolg auch international erzielen und produzierte einen Ableger in den USA Kicks, mit danke Uri für die Geller 5 Monate. Und Chris Angel in der Okay, wir müssen mal chillen jetzt, bitte. Wir haben zwar einen Hype-Train, aber ich muss hier das Video gucken. Bitte nicht mehr abonnieren, weil es stört. Uri. Über beide Magier habe ich ja bereits einzelne Videos gemacht und deren persönliche Geschichten jetzt. Chris Angel, der Typ, der so Mindfreak gemacht hat, früher auf MTV, immer gesehen. Deswegen spare ich euch das heute mal. Aber vielleicht erinnert ihr euch ja noch aus meinem Chris Angel Video an die Story, wie er genau dieses Format einfach sabotiert hat. Er ging nämlich in die Jury, um zu trollen. Wären nämlich Uri Geller und auch die Teilnehmer wirklich echte Mentalisten mit übernatürlichen Fähigkeiten, dann müssten sie ja erraten können, was er in einem versiegelten Briefumschlag für eine Vorhersage aufgeschrieben hat. Darauf hat er sogar $1 Million Preisgeld angesetzt. Natürlich schaffte das keiner, er öffnete den Umschlag, da stand nämlich drauf 911. 9-11, okay, ja, weiß ich nicht. Mahnmal für, 9-11. Peinlich für Uri Geller, das war Skandal Nummer 1. Skandal Nummer 2, Uri Geller versuchte erfolglos, wohlgemerkt, gegen einen YouTube-Upload vorzugehen, bei welchem ein Ausschnitt aus dem israelischen The Successor zu sehen ist, in dem Uri sich ganz eindeutig einen Magnetstreifen aus dem Harz sieht und auf den Daumen klebt. Ist das billig. Um dann auf unmögliche Weise die Nadel eines Kompasses in Bewegung zu bringen. Wow, das ist crazy. Matthias Berger, Kuss geht raus. Dankeschön für die 10 Gifted Subs. Dankeschön, Chat. Ich küsse doch euer Herz. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke für die Reaction, weiß ich zu schätzen. Ich bin dumm. Ah, Matthias, du bist's. Ach, geiler Typ. What the fuck? Ja, geil. Ziehen wir uns rein. Hey, Dankeschön für die 10 Gifted. Kuss, Digga. Vielen, vielen Dank dafür, Bro. Gutes Video bis dato. Wow. Paranormale Fähigkeiten. Trotz dieser Skandale wurde die Sendung in weitere Länder gebracht. Und eben auch hier in Deutschland unter dem Namen The Next Uri Geller. Worum ging es in der Sendung jetzt überhaupt? Naja, da waren 10 Teilnehmer, die über 8 Sendungen hinweg ihre echten paranormalen Fähigkeiten unter Beweis stellen sollten. Ich glaube, Sonja Kraus, auch vergessene Legende im deutschen Fernsehen, Alter. Früher jeder fand Sonja Kraus hot, wissen wir alle. Das Fernsehpublikum durfte dann per überteuertem Anruf abstimmen, wer soll weiterkommen. David Goldrake, die hat noch alle keinen normalen Namen, so, Digga. Fucking Vincent Raven. Komm, wer soll rausfliegen? Ergibt doch erstmal Sinn.
Warte, paranormale Fähigkeiten? Sowas gibt's doch gar nicht. Und dass gerade ein Uri Geller, den James Randi, wie ich ja schon berichtet hatte, mehrfach exposed hat. Jahrzehnte später immer noch von übernatürlichem Kram faselt. Dankeschön, Bro. Da ist doch irgendwas nicht ganz koscher, oder? Tatsächlich wurden die Teilnehmer durch einen klassischen ProSieben-Knebelvertrag dazu gezwungen, zu behaupten, sie hätten wirkliche übernatürliche Fähigkeiten. Und warte mal, das heißt, die haben den Leuten einfach eingeredet? Die mussten sagen, dass sie übernatürliche Fähigkeiten haben? Die durften sich nicht selbst als Magier oder Zauberkünstler bezeichnen, sondern mussten Worte benutzen wie Medium oder intuitive Fähigkeiten. Bro, wenn dir jemand sagt, er ist Medium, gehört er eigentlich in die Elektronik. Abteilung beim Aldi. Diese Knebelverträge, diese Media und Computer. Verträge wurden geleakt an die Stern-Redaktion. Die konnten das tatsächlich bestätigen. Krank, oder? Wer Krass. Diese Kandidaten genau waren, das zähle ich gleich auf. Darüber bin ich ebenfalls völlig schockiert, weil ich erst jetzt gecheckt habe, wie viele bis heute mega erfolgreiche Magier ihren Durchbruch durch The Next Uri Geller hatten. Warte mal, die sind immer noch aktiv? Der Typ mit dem scheißen Raben fährt immer noch durchs Land? Aber eins nach dem anderen. Kommen wir erstmal zur Sendung selbst. Ich habe mir für dieses Video die DVD von der ersten Staffel bestellt. F in den Chat für den Mann. Nur um sie dann direkt wieder zu stornieren, als ich entdeckt habe, das ist gar nicht die ganze erste Staffel, sondern das sind nur Highlight-Clips, die es auch auf YouTube gibt und auf einer zweiten DVD Bonusmaterial. Uri Geller verrät seine 10 Mantras für die Motivation. Bro, ist das scheiße. Uri Geller gibt seine ganz persönlichen Entspannungsmethoden preis. Bildergalerie Uri Geller. Heute und damals. Danke, Amazon. Ich habe das ganze Internet durchforstet. Wirklich, vertraut mir. Ich habe Stunden damit verbracht. Ich habe nichts gefunden. Es gibt keine Aufzeichnungen zum Stream, zum Kaufen, Downloaden, irgendwelche illegalen Streams. Nichts. Nada. Digga, das wurde einfach aus dem Gedächtnis der Menschen gelöscht. Außer einem 240p Kartoffelqualität YouTube-Upload von der ganzen ersten Folge. Und den habe ich mir komplett reingezogen. Du armer Digga. Und berichte euch jetzt ganz genau, was bei diesem Format alles so abging und auch schief ging. Ich habe auch eine Theorie, woran es eventuell liegen könnte, dass man dieses Format nirgends veröffentlichen wollte. Das erzähle ich euch aber gleich, wenn ich auch über die Teilnehmer spreche, denn ich vermute... Stimmt, normalerweise wird sowas ja immer noch verkauft. ...und dann in Zusammenhang. Aber das war die Einleitung. Springen wir jetzt mit Kopfsprung direkt rein in die erste Folge. Ich fasse sie euch komplett zusammen. Na. Juli, mach's gut. So eine Folge The Next Uri Geller sah folgendermaßen aus. Hat auch jemand einen Sub, dann haben wir Level 5, dann bin ich zufrieden. Rator Stefan Gödde leitet ins Geschehen ein. Es handelt sich um eine Live-Sendung. Wir sehen in Echtzeit, was passiert. Es kann also keine Patzer rausgeschnitten werden oder mit Videoschnitt gearbeitet werden. Ich bin Danke schön. Noch wichtig. Dann wird erst Uri Geller vorgestellt danke. Als größter Metallist der Welt, der Löffel verbiegen, kaputte Uhren reparieren und Öl für reiche Scheiche finden kann. Warum das absoluter Bullshit ist, habe ich euch in meinem damaligen Video schon erzählt. Löffel verbiegen tun wir Zauberer bis heute mit klassischen, Zaubermethoden. Und unter meinem Wie verbiegst du einen Löffel? Erklär. Video haben viele gefragt. Aber Matti, was ist mit den ganzen kaputten Uhren? Meine kaputte Uhr habe ich auch auf den Fernseher gelegt und die ging dann für 3 Minuten. Das kann nicht sein, dass Leute for real denken. Es kann nicht sein, dass Leute for real denken, dass er paranormale Kräfte hat. Ja, das lag daran, dass bei den meisten Uhren die Batterieflüssigkeit erhärtet ist und deswegen die Uhr nicht mehr funktioniert. Wenn du sie jetzt aber auf einen damals nun mal geläufigen Röhrenfernseher legst, der viel Wärme produziert, durch diese Wärme kann die Batterieflüssigkeit wieder flüssig werden und die Uhr funktioniert erstmal wieder. Ist das krass. Bis sie halt wieder erhärtet. Bei alten TV-Specials meinte Uri Geller dann ja auch noch, damit es besser funktioniert, schüttelt die Uhr mal kräftig, damit meine magischen Kräfte da besser durchfließen können. Oh mein Gott, ist das krass, Digga. Ja, genau. Smart, aber smart. Genau das halt. Also mit dem Wissen dann in der Einleitung zu hören, die Uri Geller erzählt, ich habe als 6-jähriger Junge festgestellt, dass beim Suppeessen meine Löffel plötzlich verbogen waren. Da habe ich meine Kräfte entdeckt. Ist schon hart unangenehm. Dann werden die Spielregeln erklärt. Uri ist als Juror da und bewertet die Performances der Teilnehmer, aber hat auch immer die Funktion, seinen Top-Favoriten direkt in die nächste Runde zu voten. Quasi der goldene Buzzer von Got Talent. I thought it was really good. Die restlichen Teilnehmer werden per Anrufe von den Zuschauern gewotet. Außerdem will Uri ein Experiment durch den Bildschirm wagen und im Laufe der Folge wieder uns zu Hause verzaubern. Dazu wird eine Telefon... Uri Geller hat gemacht, dass mein Penis damals nicht steif geworden ist. ...zentrale vorgestellt, bei welcher man sich dann wieder 17. melden kann. Oha, mein Löffel ist ja wirklich verbogen. Yep. Und es sind 3 Promis dabei, um die Glaubwürdigkeit nochmal zu steigern. Sonja Kraus als große Skeptikerin. Jürgen Vogel, oder? Ich krieg schon Pickel, wenn mich jemand nach dem Sternzeichen fragt. Anni Wendler und Jürgen Vogel. Jürgen fucking Vogel, Digga, was macht er denn da? Sie sollen bezeugen, hier ist nichts abgesprochen. Alles, was wir durch die Kamera sehen, Crazy. Sehen die live im Studio genauso und so weiter. Und um noch... Ja, das stimmt. Ich bin Prominenter, der im Fernsehen ist. Das, ihr müsst mir glauben. Glaubwürdiger rüberzukommen, sitzen auch random ein... Haben die eine Zahnaufhellung gemacht?
Hab einfach regelmäßig geputzt. Paar Bürgermeister von einzelnen Städten da und sollen bestätigen, dass alles echt ist. Bürgermeister einfach, Digga, setz einen Notar dahin. Dass die Uhrzeit passt zu der Live-Übertragung, also dass es nicht irgendwie geschnitten ist oder so, weil weder Schauspieler noch Politiker jemals gelogen haben. Dann werden die Kandidaten vorgestellt. Teilnehmer 1, Nikolai Friedrich. Wer ist er? Warte mal, das ist doch bis heute einer der erfolgreichsten deutschen Zauberer und Mentalmagier, oder nicht? Wie ich darauf komme, ihn genau so zu nennen? Naja, das tut er selber, auf seiner Website. Was macht denn ein Zauberer und Mentalmagier in einer Sendung, wo es um echte paranormale Fähigkeiten geht? Er wird ähnlich wie Uri Geller so vorgestellt, dass er schon von Kindheitstagen an Visionen hatte. Schon von klein auf beeindruckt Nikolai die Menschen mit der Kraft seiner Gedanken und Visionen. Digga, what the fuck? What the fuck? Okay, dann beginnt sein Act. Er ruft Sonja Kraus und Jürgen Vogel auf die Bühne und möchte sie telepathisch miteinander verbinden. Riecht ihr das? Riecht ihr etwa ein PK-Touch? Sie legen ihre Arme auf die Schultern des anderen und stellen sich vor, sie sehen ihr Spiegelbild, welches sich aber dann in den anderen verwandelt. Also, ich stehe vorm Spiegel, aber mein Spiegelbild verwandelt sich in Jürgen Vogel. Das wäre gruselig. Digga, das wäre gruseliger als Bloody Mary und die Frau im Spiegel von X-Factor, das Unfassbare zusammen. Und dann performt er die klassischste PK-Touch-Routine, wie sie im Bilderbuch steht. Also Berührungen an diesem Arm sollen auf diesen Arm übertragen werden. Er berührt Jürgen Vogel mit einer Feder genau zweimal und Sonja spürt... Ich habe, glaube ich, Freestyle gespielt. Ich müsste mal raus. Und kann sogar zeigen, wo sie die Berührung gespürt hat. Den performe ich zum Beispiel 1:1 genauso. Nur, dass die Vision, die ich als Kind hatte, eher mich und Spider-Man-Fähigkeiten betrafen. Mhm. Warte mal. Oh. Er ist wirklich ein Zauberer. Spider-Man hat Geld? Gib mir Rent. Aber ja, wenn man lang genug forscht, findet man alles, was man für diese Routine braucht, für 15 Euro in meinem Zaubershop. Aber es muss natürlich eine Steigerung geben, also macht Nikolai Friedrich... Kannst du zaubern, dass ich weniger Steuern zahle? Nochmal genau das Gleiche. Und dann gibt es noch das teure Upgrade mit den Stühlen. Ich meine, dann berührt er Jürgen auf dem Rücken und Sonja spürt das und steht auf. Mhm. Dann kommt er meiner Meinung... Okay, wie funktioniert der Scheiß? ...nach bessere Part des Acts. Revi hat schon seitdem er klein auf ist, Stimme im Kopf, ist sehr wahrscheinlich, dass er ein Medium ist. Nein, ich glaube, ich bin einfach schizophren. Jürgen merkt sich eins von lauter unterschiedlichen Bildern. Per Gedanken sendet er Sonja genau das Bild. Diesen Gedanken sammelt Nikolai dann ein und gibt ihn an Sonja weiter. Ich habe was gehört. Und was? Wärme, Licht, Sonnenstrahl. Wow. Ein unglaublich starker und teurer Effekt. Heute hat man schon viele Performances davon gesehen und es gibt viele verschiedene Gimmicks, die das bewerkstelligen können. Zu dem Zeitpunkt war das aber völlig innovativ und ich glaube, das hat sehr viele Leute echt an Paranormales glauben lassen. Und ein cooles Detail darin ist, Sonja behauptet, sie hätte das in Jürgens Stimme gehört, was, wenn man weiß, wie der Trick funktioniert, noch wesentlich beeindruckender ist und ja, aber dann erklär. Den Trick auch wesentlich aufwendiger macht. Aber was ich dann wieder die ganze... Aber erklär doch den Trick oder erklärt er die Trick nichts? Matthias, bist du noch im Chat? Matthias, sag es. Sag es bitte, was... Wie funktioniert das? Wie funktioniert der Trick? Die ganze Zeit so unglaublich unangenehm finde, ist die ganze Zeit dieses Framing als, das sind übernatürliche Kräfte. Das sind keine Zaubertricks, das ist keine Mentalmagie, sondern das sind paranormale Fähigkeiten. Besonders Uri Geller in seinem Feedback, das er den Teilnehmern gab, schwafelte die ganze Zeit so unangenehmes Zeug. Ich glaube, ich sehe hier, dass das Gehirn eine Art fassbare Energie hat. Ah, die Fasma, meine Eier an. Ein Zauberer erklärt seine Tricks nicht. Okay, dann werdet ihr auch nie erfahren, wie ich Millionär geworden bin. Ich bin auch so eine Art Zauberer. Ich bin einfach nur Betrüger. Was, Bruder? Aber der Act war gut. Nächster Schritt, Uri Geller fordert das Publikum auf, kaputte Geräte, Uhren, Rasierer, Föhns, was auch immer schon mal Satisfier vorzubereiten, denn damit wird er ein Wunder vollbringen. Batterieflüssigkeit aufwärmen. Wow. Wir sollen unsere Löffel auf den Fernseher legen und unsere kaputten Uhren aufziehen und mit den Händen umschließen. No joke, was ist, wenn ich einen Löffel mit Heroin auf den Fernseher nehme und es wird dann warm? Kann ich es mir dann direkt... Egal. Bekommt schon mal Wärme, alles klar. Dann bringt uns Uri Geller die Zahlen 1, 2, 3 auf Hebräisch bei, was bis heute wahrscheinlich immer der bekannteste Moment aus diesem Format Achat, Stein, Schalosch ist, mal abgesehen vom kackenden Korax. Achat, Stein, Schalosch! Dann passiert plötzlich ein Kameraschnitt, keine Ahnung, was da los ist, vielleicht lag es am YouTube-Upload, vielleicht aber auch nicht. Naja, genug Zeitüberbrückung, wir haben ja die ganze Zeit die Gegenstände in der Hand. Die sind jetzt schön warm geworden und plötzlich geht die Uhr in seine Hand wieder. Schaut mal, der Sekunden... Marc Gebauer hasst diesen Trick. Zeiger. Wir haben zwar niemals gesehen, dass genau die Uhr überhaupt kaputt sein soll, aber wen juckt das schon? Und das funktioniert plötzlich auch im Studio. Zumindest bei den kleinen... Warum sagst du da Greta Okay, warum sitzt hier Greta Thunbergs große Schwester? Das ist doch die Frage, die man sich stellen sollte. Zumindest bei den kleinen Armbanduhren, die man schön wärmen konnte. Komisch, diese fette Uhr vor dem Kerl hier ist ja immer noch kaputt, oder?
Wieder der Aufruf, ruft uns überteuert für Geld an, erzählt uns, ob eure Uhren jetzt für 3 Minuten funktionieren, bis die Batterieflüssigkeit wieder erhärtet. Wow. Nächster Kandidat. Brian Hayashi? Was macht der denn bei Uri Geller? Er wird als... Hey, warte mal. Warte mal, ist das nicht der aus den Videos von, Dings, das ist doch der von erkenne den irgendwas, so. Oder? Ist der nicht immer bei erkenne den Nahim Sky Ding? Hellsehender Samurai Hayashi vorgestellt. Und seine Ex-Freundin sagt, ja Mann, das ist voll krass, was ultra... Einfach so Ex-Freundin als Referenz. Unangenehm Kleines, ist, weil man dir. Eine Minute später seine zu dem Zeitpunkt aktuelle Freundin sieht. Warum, oh, ist das doof geschnitten. Warum befragt man denn dann die Ex-Freundin und nicht die aktuelle Partnerin? So, wieso hat er eigentlich so einen Trade-Down, egal. Das ist da eine Konfrontation, egal. Wie unangenehm, Digga. Brian will den Nageltrick vorführen, aber mit einem Messer. Es wird ein Clip gezeigt von einer gescheiterten Vorführung aus Israel. Schön nochmal in Slow-Mo, dass man das Messer auf der anderen Seite wieder rausgucken sieht. Sehr schön. Es wird das Messer demonstriert als scharfe Klinge. Model und Schauspielerin Annie bestätigt es auch nochmal. Und auch diese Gurke, die Ryan im Schlafzimmer deiner Mutter gefunden hat, bestätigt das ebenfalls. Wow. Es werden Röhre über Messer und andere Positionen gestülpt. Die Positionen werden getauscht, Augen Es wäre so geil, wenn er einfach direkt ins Messer gehauen hätte. Bunden, Abfahrt, der normale Ablauf. Auch den Act habe ich schon auf der Bühne vorgeführt. Wer von euch damals in unserer Show in Poolheim war, der kann das bestätigen. Gerne in den Kommentaren. Der ich war da, nein. Sorgt bis heute noch für Gänsehaut im Publikum. Auch wenn man weiß, irgendwo muss ein Trick dahinter stecken. Ryan haut die Zylinder kaputt, Luft anhalten, Adrenalin. Trick geht gut, vergifteter Apfel muss leiden. Uri schwaffelt wieder seltsames Zeug. Von dir geht eine Aura des Geheimnisvollen aus. Ist das krank. Ist das krank, Digga? Der hat sich ins Studio gesetzt und die Stimmen einfach reden lassen. Lil Bro geht einfach dahin und lässt der Schizophrenie freien Lauf und macht damit eine Sendung. Ist das crazy? Ist eigentlich, wenn man so ganz unter uns spricht, kein Unterschied zu dem, was ich hier gerade mache. Dann kommt ein mega seltsamer Moment, denn es wird ein Plasmaphysiker vom Max-Planck-Institut interviewt, der sich zufällig auch mit Paranormalem beschäftigt. Viele Wissenschaftler glauben auch an Geister. Fragt, kann so etwas wie Gedankenübertragung oder so überhaupt existieren? Und er antwortet, ja, ich habe selbst Telepathie-Experimente erfolgreich gemacht. Also ich bin sicher, dass das gibt. Und das kann man mit physikalischen Mitteln auch feststellen. Ja. Wie stellen Sie das fest tatsächlich? Sehr interessant. Vielen Dank, Herr Dr. Kager. Danke. Danke Ihnen vielmals. Wir müssen jenseits dieser konventionellen Physik gehen, zum Beispiel in einen noch feiner stofflichen Bereich. Hä? Er meint das Higgs-Teilchen. Das ergibt null Sinn, vor allem wenn man das Quantenteilchen denkt, was wir bis hierhin für Acts das Quarks gesehen haben. 2 klassische Zaubertricks, die man so einkaufen kann. Hä? Dann wird zur Telefonzentrale geschaltet. Was geht da ab? Hier kommen E-Mails ohne Ende rein. Ich lese jetzt mal einfach eine vor. Hier. Meine Katze ist gerade explodiert. Uri Geller, bitte näh sie wieder zusammen. Meine Katze ist tot. Was soll das? Hier steht zum Beispiel, meine Uhr geht außergewöhnlicherweise immer noch nicht. Okay, aber hier ist noch eine. Ja, okay, egal. Meine Uhr funktioniert. Können Sie das nochmal machen? Er hat wohl auch noch einen kaputten Toaster. Ah ja. Aha, okay. Kann man auch nicht faken, so eine E-Mail. Huch. Sie sagt das zu dem Zeitpunkt schon 60. Wir haben hier 40.000 E-Mails, die sagen, wir wurden gescannt, aber hier schreibt wirklich einer, es hat geklappt. 10.000 Menschen angerufen haben. Was? Dann ist eine Monika live in der Leitung und erzählt. Ja, und zwar ist nämlich bei mir nicht nur der Löffel vom Fernseher gefallen, sondern auch die Vase, die daneben gestanden ist. Um Himmels Willen. Mysteriös. Ja. Und das ist halt ganz doof, weil ihr 6 Monate alter Säugling hat die Vase auf den Kopf bekommen. Aber ist egal, weil Uri Geller kann zaubern. Bös. Meine Mama hat sich immer anders angehört, wenn ich ihre Vasen kaputt gemacht habe. Nächster Act. Der Notarzt ist schon bereit für das, was gleich kommt. Der nächste Magier, Mensch mit übernatürlichen Fähigkeiten, David Goldrake wird vorgestellt. David Goldrake. Seine Backstory, er hatte eine Nahtoderfahrung als Kind und seitdem hat er heftige Fähigkeiten. Er hat gespürt, dass sein Bruder sich Es wäre so gottlos, wenn sie so sagen würden, er hat heftige Fähigkeiten, er hat eine Nahtoderfahrung als Kind und jetzt kann er nicht mehr ohne Hilfe auf Toilette gehen, das wäre richtig scheiße. Wie komisch anfühlt. Und dann wurde festgestellt, er hatte Leukämie? What? Oh, stell dir mal vor, du heiratest, ja? Du buchst zu deiner Hochzeit einen Mentalmagier, der kommt vorbei, betastet deine Oma Gertrude und sagt... Krebs. Sie hat noch 3 Wochen zu leben. Ist das scheiße. Pankreaskrebs im Endstadium. Ist das scheiße. Und geht wieder. Toller Trick. Dankeschön, Hochzeit ist damit am Ende. Der Banger für jede Party, Alter. Und was macht jemand, der die Fähigkeit hat, Krebs zu spüren? Für 20 Sekunden seinen Puls anhalten. Das war's schon. Habt ihr einen Digga, Lil Bro ist einfach AFK gegangen, das war's. Tennisball oder ähnliches zu Hause, klemmt euch den mal unter die Achselhöhle, drückt die Hauptschlagader ab und dann sucht nach eurem Puls.
Ich bin tot? Nein, das hat mit seinem Act natürlich nichts zu tun. Er hat wirklich paranormale Fähigkeiten und stirbt für 20 Sekunden, kommt dann aber von den Toten wieder zurück. Alle sind sprachlos. Das Ding ist halt, der Trick funktioniert halt auch wirklich nur einmal und es ist giga langweilig, weil, ja, Bro, was willst du beim nächsten Mal machen? 30 Sekunden und irgendwann sitzt er da 10 Minuten, alle so, okay, wann kommt er zurück? Und dann kommt er einfach nicht mehr zurück und das war's. Und er stirbt einfach in der Show. Na und? Aber Uri Geller kann seine Uhr wieder laufen lassen. David, völlig außer Atem. Komm bitte zu mir. Er braucht ein Glas Wasser, muss gestützt werden. Ist ja noch damals in der Grundschule, wenn euer Kumpel sich in der Pause das Knie aufgeschürft hat, ihn genau so zum Sekretariat gebracht hat für einen Kühlakku. Keine Ahnung, warum ich da jetzt dran denken muss. Weil guck mal, wie authentisch das gespielt ist. Komm bitte zu mir. Er ist kurz Gulag gegangen, hat gewonnen, no joke. Wie sowas möglich ist, ich glaube, das kann ich mir erklären, wenn man so eine starke... Danke, David. Du brauchst ein bisschen Zeit. Nice, gegen den Kopf. Guck mal, warum? Warum? LP mit Kev und Molly? Warning, LP mit Kev und Molly is approaching the location. Ja, okay, I guess. Ich denke mal, ich würde ja, gut. Gebt dem Mann seinen wohlverdienten Oscar. Ich meine, schaut mal, wie glücklich die alle ihren Oscar küssen. Oh, Uri schwafelt wieder Zeug. Ganz klar, ein Sieg des Geistes über den Körper. David atmet immer noch durch. Es werden wieder Uhren gezeigt, die wieder funktionieren. Nächster Act, Vivian und Olaf. Was ist das denn? Und Olaf. Okay, sorry. Günther, Mann. SpongeBob Tourette. Beiden werden vorgestellt als das Medium und sein Meister. Kein King-Shaming an der Stelle von mir. Macht, was ihr wollt. Solange einfach so BDSM-Session. So einvernehmlich ist. Spinnig oder sieht Olaf ein bisschen aus wie Oppenheimer? They're the same picture. Einer der Bürgermeister kommt auf die Bühne, kontrolliert, dass Vivian keinen Knopf im Ohr oder ähnliches hat. Also, man kann ihr keine an... Nee, ich finde, man müsste dafür ihren Kopf aufschneiden, um zu gucken, ob da nicht irgendwas drin ist. Na und? Anweisungen per Bluetooth oder so schicken. Er solle die Augen verbinden und vorher die Augenbinde prüfen. Testet dabei aber nur, dass man da nicht durchgucken kann. Wisst ihr, was mir da gerade random einfällt, völlig ohne Zusammenhang? Kriegt ihr auch immer diese Werbung für diese Schlafmasken, wodurch man auch Musik hören kann, damit... Nee. ...die Kopfhörer nicht so wehtun im Ohr? Nein. Kriegt ihr die Werbung auch manchmal? Keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf komme. Ist einfach so random, ohne Nein, kriege ich nicht. Zusammenhang. Olaf geht ins Publikum, schnappt sich eine Uhr von einem Zuschauer und Vivian spricht in einer unglaublich unangenehm hechelnden Stimme. Ich sehe etwas. Es glänzt. Da ist etwas, was glänzt. Ich kann nur eine Farbe erkennen. Sieh nur die Farbe vor dir. Es ist silbern. Warum hechelt? Digga, ist einfach das erste ASMR. What the fuck? Sieh so. Hat sie gerade ihren Puls für 20 Sekunden angehalten? Er nimmt alle möglichen weiteren Gegenstände in die Hand und sie kann diese beschreiben. Eine Packung Kaugummis, ein Ohrring, eine EC-Karte, eine Halskette. Sie kann die Farben genau beschreiben und weiß, welches Objekt es ist. Und wow, das ist crazy. Das ist ja fast schon so, als hätte man die Leute eventuell ins Publikum gesetzt und genau diesen diese Gegenstände gegeben und das einfach auswendig gelernt. Könnte sein, ist aber nicht. Sogar die genaue Aufschrift auf Jürgen Vogels Kreditkarte und Führerschein und die Seriennummer auf einem Geldschein. Giga smart eigentlich auch, dass Jürgen Vogel seinen Führerschein einfach mal samt Führerscheinnummer in die Kamera hält. Digga, 2008 war einfach anders. Beim Drachenlord hat man gesehen, was passiert ist. Das war der Act. Uri schwafelt Zeug. Du bist eine ganz besondere Person. Auftritt Vincent Raven. Er ist verheiratet mit seinem Rabenmädchen Korax. Oh nein, Digga, das ist geisteskrank. Lil Bro hat einfach einen so vielen, Digga, der seinen Raben poppt, mitgebracht in die Show. Und der Rabe scheißt sich einfach ein. Und fucking Vincent Raven hat das Ding sogar, glaube ich, nach Hause geholt, wenn ich mich noch recht entsinne. Gigasass? Er beginnt seinen Act. Ich kann mit dem Jenseits kommunizieren. Aber weil Vincent doppelt mysteriös ist, trägt er Leder und stylische Ketten. Sieht auch. Digga, Vincent Raven geht nachts um 12 Uhr in den Görlitzer Park und zeigt kleinen Kindern seinen Pimmeln. So ein Ding. So sieht der aus. So sieht fucking Vincent Raven aus. Aus wie Rolf Zukowski. They're the same picture. Und hat einen heftigen Stimmeffekt mit einer runtergepitchten Stimme. So wie immer in so einem Comedy-Film Satan spricht. Geschichten über Geister. Gespenster. Er will seinen Raben Korax holen, der hat aber gar keinen Bock und versucht abzuhauen. Und hat einem Zuschauer das Gesicht zerpickt. Lass mich raus, lass mich raus. Er tut schreckliche Dinge mit mir, weil er denkt, wir werden verheiratet. Schreckliche Dinge. Stefan Gödde interveniert. Solange wir versuchen, den Vogel einzufangen, Werbeunterbrechung. Dann so geil, wenn sie mit Schrotflint auf den Vogel schießen. Dann ist halt wirklich erstmal Werbeunterbrechung, weil sie den Vogel einfangen müssen. Okay. Ist das dumm? Okay, dann überbrücken wir jetzt mal die Zeit. Ist bei euch eigentlich schon Sommer? Nein. Bei Holy nämlich schon. Die zwei Sommergeschmäcker des Jahres sind ab morgen 16 Uhr verfügbar. Das ist nämlich der Limette Toucan, den ihr vom letzten Sommer schon kennt. Und der Watermelon Whale, den man zuvor nur im Adventskalender als geheimen Geschmack kannte. Meine Empfehlung, die beiden Sommergeschmäcker mit meinem limitierten Shaker zusammen in den Warenkorb schmeißen. Code MATTI10 eingeben, ordentlich Geld sparen. Holy X. Ist das wie Kokain? Red Bull on top.
und die übernatürlichen Fähigkeiten genießen, die Holy euch gibt. Ich habe den Vogel nämlich eingefangen. Das ist der Holy Korax. Mit dem könnt ihr nämlich sprechen. Korax, Korax. Holy produziert gesündere Alternativen zu Energy Drinks, Eistees und Isodrinks. Ohne Zucker, ohne Kalorien. Aha. Bonustipp, wenn ihr 10 Holys hintereinander trinkt, schaltet ihr Korax Spezialfähigkeit. Nein, dann wird man ohnmächtig. Wenn man davon 10 Stück hintereinander trinkt, wird man ohnmächtig. Frei. Danke an Holy, dass ihr den ganzen Kack wirklich mitmacht. Versteht ihr? Kack. Okay, Korax ist wieder eingefangen. Die Promis sollen ihren Vornamen aufschreiben, die eigene persönliche Glückszahl und eine besondere Frage an das Jenseits. Das kommt dann in einem Briefumschlag, der Digga, dieser arme Rabe, wo ist Korax? Siegelt wird. Diese Briefumschläge werden in einer völlig unauffälligen Box eingesammelt, nur um dann wieder ausgekippt zu werden in einen Topf. Hä? Warum nicht gleich in den Topf? Naja, weil... Etwa wegen... Nein, der hat echte paranormale Fähigkeiten, Leute. Vincent... Ist das dumm. ...spricht ausgedachtes Rabenlatein. Da war Korax und der war Doria. Beleidigt. Bro, das ist so geisteskrank, Digga. Ihr müsst euch vorstellen, 2008 ist ein Mann im Fernsehen, der sagt, er kann mit dem Tod kommunizieren, der redet mit einem Raben, der 10 Minuten vorher noch wegfliegen wollte und sich eingeschissen hat, Digga. Bro, was zum Teufel? Nicht aus Versehen Koraks Mutter. Korax ist fassungslos über diese Frechheit. Jürgens Glückszahl wird vom Raben erraten. Bro, Korax ist einfach nur da, weil er irgendeine Armbanduhr klauen möchte und nach Hause will. 12. Und die Vincent Raven sieht aus wie jemand, der Fentanyl am Hauptbahnhof vertickt. Was ist das? Frage dazu, sehe ich im Jenseits meinen Vater wieder? Dramatischer Dolly-Zoom. Jo, passt. Das Seltsame, Vincent antwortet sogar auf seine Frage. Ja, du wirst deinen Vater in einem schönen Lichtkegler wiedersehen. Daddy? Annie ist dran. Die Glückszahl 7 wird richtig erraten. Die Frage von ihr geht das wieder. Das ist aber auch sehr selten. Die Glückszahl 7 haben wirklich nur 90% aller Deutschen. Bro, warum sitzt da hinten ein Bösewicht von James Bond? Was ist diese Show? An ihren Vater. Kamera zoomt völlig unnötig ewig lang auf ihr Gesicht. Warum eigentlich? Ah, weil abgesprochen ist, dass sie als ausgebildete Schauspielerin an der Stelle weinen soll. Der Kameramann hat sich aber vertan. Beim zweiten Mal klappt es dann. Genau da ist die Träne. Ist das bescheuert, Digga. Ist das bescheuert? Oh, schaut mal. Genau wie in meinem Krisen. Musikvideo, aber bei mir waren sogar 2 Tränen, also waren meine echter als ihre. Also ihre Frage war, wie heißt mein Vater? Weil wenn Vincent wirklich mit ihrem toten Vater sprechen könnte, dann müsste... Digga, wenn sie Schauspielerin ist, ist es gar nicht so schwer zu erraten wie... Ach komm. ...der das ja wissen. Und seine Antwort? Dort trägt man keinen Namen mehr. Der Name, der deinen Vater hier getragen hat, ist dort nicht mehr. Oh mein Gott, ist das billig, Digga. Ist das scheiße, ist das scheiße, ist das scheiße. Einfach sagen, nein, 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 dein Vater ist jetzt tot... Ergo hat er jetzt keinen Namen mehr. Ja, aber wie hat der gehießen? Hör auf! Hör auf! Warte ganz kurz, ich kann es nochmal ganz kurz nachmachen. Hör auf, eine Frage zu stellen. Hä? Was bedeutet das? Sonja ist dran, hat ebenfalls die 7 aufgeschrieben. Schocker. Zoom auf Annis Augen. Auch ihre Frage wird korrekt erraten. Wer wartet im Jenseits auf mich? Gerhard Schröder! Gerhard Schröder wartet im Jenseits auf dich, du Schappe! Eine Antwort? Du wirst dort im Licht empfangen. Und zwar von allen, die dort in dieser Zwischenwelt schon verweilen. Ob du die Antwort, die er gegeben hat. Wer wartet im Jenseits auf mich? Alle warten auf dich. Alle haben gewartet auf dich, du dumme Hure. Bro, Finanzamt wartet im Jenseits. Was wollt ihr? Sie hier gekannt hast oder nicht? Einfach alle. Also halten wir fest. Was passiert, wenn wir sterben? Dein Vater erscheint in einem schönen Licht, hat aber keinen Namen mehr und viel Spaß beim Suchen, weil er erscheint zusammen mit allen Menschen, die jemals gelebt haben. Das ist crazy, das ist crazy. Und bereits gestorben sind. Danke, Korax. Uri schwafelt wieder Zeug. Dann darf Uri... Der Typ hat vor allem diese Scheiße gewonnen. Uri eine Person in die nächste Runde schicken und entscheidet sich für Vivian und Olaf. Yay! Oppenheimer geht in die Fortsetzung. Wird ein Bombenkracher. Dann... Digga. Ich meine, Bro, er hat gerade gesagt, 100 Milliarden Menschen sind gestorben. Einer schreibt im Chat, das sind 200 Milliarden Mark. Ich hasse es hier, ich hasse es hier sehr. Wird noch ein letztes Mal von Geräten berichtet, die plötzlich wieder funktionieren. Und wer scheidet jetzt aus? Nikolai Friedrich. Ja, der war mir eher am unsympathischsten. Der konnte am wenigsten zaubern. Der gehört zu Slytherin. Ist weiter. Ja, schade. David Goldrake ebenfalls. Vincent Raven kommt auch weiter und Ryan Hayashi scheidet aus. Übrigens, Fun Fact, diese Info wurde bereits im Zaubererforum Freaks of Magic eine Dreiviertelstunde vor Beginn der Live-Show verkündet. Ja, weil
die das bei Freaks of Magic gesehen haben, weil das sind echte Mentalisten. Hatten die etwa hellseherische Fähigkeiten oder? Nein, niemals wird da irgendwas gefaked, oder? Bei mir ist es 20.24 Uhr und 17 Sekunden. Es könnte jetzt ein paar Sekunden daneben sein, aber ansonsten sind wir live. Sie können das absolut wunderbar. Digga, what the fuck. Stell dir vor, du bist Bürgermeister und wirst für sowas missbraucht. Sie halten die Augen auf. Weil weder Schauspieler noch Politiker jemals gelogen haben. Damit endet die erste Folge und nach diesem Konzept verläuft jetzt die ganze Staffel. Und Freunde, wer ist jetzt der größte Mentalist hier? Genau, der Dolmetscher, der live Uris Worte übersetzen kann, teilweise bevor er diese überhaupt sagt. Faszinierend. Uri Geller einfach wirklich geschwafelt und irgendwas gequatscht in den Momenten und der Übersetzer meint einfach, jo, passt. In der zweiten Folge scheidet aus Jack G.O. Nasher Avakemia. Hä? Hätte sich einfach irgendwie Jacko nennen können oder so. Dann Vivian und Olaf. Dann Thorsten Strothmann? Der hat doch noch vor ein paar Tagen auf Instagram so ein Statement veröffentlicht, das gerade in Zauberkreisen viral geht. Der Merlin Award ist fake. Das kann nicht sein. Was stimmt? Für mich ein No-Go. In meinem Unternehmen leben wir den Wert der Integrität. Unser Digga, Bro, gibt es wirklich Zauberer, die ernsthaft behaupten, sie können zaubern? Gibt es wirklich da draußen Zauberer, die wirklich sagen, ich bin ein Zauberer? Ziel ist, dass echte Zuschauer und Kunden begeistert sind. Mir wurde neulich ein CEO-Award verliehen, den ich... Ja, die Ehrlich Brother. Bro, die Ehrlich Brother müssten fucking Unehrlich Brother heißen. Die lügen. Ich ablehne. Das sind die Lügenbrüder. Ich akzeptiere nur Auszeichnungen, die auf echtem Wettbewerb beruhen. Ah ja, man kennt ihn. Den echten Wettbewerb um die paranormalen Fähigkeiten. Das ist ehrliches Showbusiness. What? Trägt man keinen Namen mehr. Nein, alles gut. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier so stiche. Dein Statement war gut. Alles gut. Es ist nur vor dem Hintergrund halt ein bisschen weird. Dann scheidet Leo Martin aus. Dann Alexander Hartmann. Hä? Alexander Hartmann, Bro. Er war bei Uri Geller? Heute. Wer ist das? Einer der bekanntesten Hypnotiseure Deutschlands. Dann David Goldrake. Dann Nikola. Ja, Bro, der Typ hat nur Asthma. Er hat legit nur Asthma. Was ist sein Talent? Der ist einfach nur schweratmig. Lil Bro hat einfach eine Allergie und geht in eine Mentalistenshow. Bei Friedrich. Und im großen Finale treten gegeneinander an Vincent Raven. Gegen die Stimmen in seinem Kopf. Er verliert. Glückwunsch. Er ist jetzt alkoholkrank. Und Farid? Farid, achso. Farid war bei Uri Geller? Genau, richtig. Heute einer der bekanntesten Magiern, vor allem auch aus dem Fernsehen, mit eigener Street Magic Show und so, also der deutsche David Blaine. Seinen großen Start hatte er bei The Next Uri Geller. Farid! Stop it! Das wäre so krass, wenn er sich einfach den Kopf schießt in der Show. Das wäre mein Trick, egal. Hunderttausende von den Kindern, die dieses Programm sehen, das ist wirklich ein furchtbares Vorbild für die Kinder. Ich bin wirklich ärgerlich, ich bin wirklich wütend. Eine Aura. Geheimnisvoll. Den Erfolg konnte er bis heute mitnehmen, obwohl er nur zweiter Platz wurde. Gewonnen hat nämlich Vincent Raven. Was macht der eigentlich heute? 4 Jahre nach The Next Uri Geller war er im Dschungelcamp. Ah, das heißt, dass seine Karriere da auf dem Peak gewesen ist. Was macht Christian Solmecke da? Schocker! Dann wurde es sehr ruhig um ihn. Sein aktuellstes Bild, das ich gefunden habe, sieht so aus. Er betreibt ein Instagram-Profil mit 1500 Followern und postet unter anderem sowas hier. Mit jedem liebevollen Lächeln öffnest du die Tür zur Gesundheit, Liebe, Glück und möge die Magie des Lebens stets begleiten. Oh nein, er ist verrückt geworden. Er ist einfach verrückt geworden. Er ist verrückt geworden. Der Rabe hat mittlerweile Bürgergeld angemeldet. Der hat diese Show gewonnen. Der hat diese Show gewonnen. Glaubt ihr, okay, steile These, aber glaubt ihr, Vincent Raven glaubt an die Impfung und Corona? Glaubt ihr, er glaubt dran? Great, hat sich ja richtig gelohnt. Wie ging es dann mit der Sendung weiter? Naja, ein Jahr später gab es eine zweite Staffel. Welche aber nicht ansatzweise an die Einschaltquoten der ersten Staffel rankam. Das Format wurde deshalb eingestampft. Das Publikum zu Hause hatte einfach keine Lust mehr, sich weiter verarschen zu lassen. Nein, die hatten einfach keine Uhren mehr zu reparieren, weil alles jetzt an Elektronikgeräten funktioniert und die deutsche Wirtschaft aufgrund der ausbleibenden Garantiefälle zusammengebrochen ist. Merkel hat damals gesagt, wir müssen aufhören mit Next Uri Geller. Ich meine, jedem logisch denkenden Menschen. Und was kam dann? 2009, Finanzkrise. Denk mal drüber nach. War klar, dass das alles halt absoluter Humbug ist und dass... Hör auf, das ist meine Kindheit. Was eigentlich einfache Zaubertricks sind. Das kann man sich mal für ein paar Folgen geben, wie zum Beispiel auch die DSDS-Castings, so um sich ein bisschen drüber lustig zu machen. Sparko Phoenix. Aber wirklich ernst nimmt das ja keiner, außer den paar Volldeppen, die sich dann noch bei mir in den Kommentaren melden. Nemati Uri Geller hat eine Verbindung zu Jinx und deswegen... Ich vermute, dass vor allem wegen der ganzen Fake-Vorwürfe und durch die nach und nach aufgearbeiteten Exposings in etlichen verschiedenen Medien deshalb versucht wurde, das Ganze einfach unter den Teppich zu kehren und es deshalb heute keine Aufzeichnung mehr zu finden gibt. Oder vielleicht hat es auch etwas mit einem der Teilnehmer der zweiten Staffel zu tun.
Oh oh. In der zweiten Staffel waren nämlich die Magier Chris, Aaron Crow, Danny Ocean, Amila. Wieso hat da keiner einen normalen Namen? Warum heißt nicht einfach einer Peter? Daniel und Gabriel, Vajatan. Vajata? Loop, Manuel Horet, der Gewinner Jan Becker, der bis heute auch noch mega erfolgreich ist. Und Jan Ruven. Wer ist das? Ich werde demnächst auch noch ein eigenes Video zu Jan Ruven machen. Wer ist Jan Ruven? Lasst gerne ein Abo da, dann verpasst ihr das nicht. Ich bin da schon seit einer Zeit dran, aber es verdreht mir halt echt den Magen, diese Recherche. Vor allem selbst als Familienvater, ich denke halt immer mal... Oh nein, so ein Ding. Oh nein, oh nein. ...meine eigenen Kinder und die Kotze steht mir hier. Kurz für alle, die es damals nicht mitbekommen haben. Ich lese euch einfach vor, was sagt denn Wikipedia? Jan Ruven ist ein ehemaliger deutscher Zauberkünstler und verurteilter Pädokrimineller. Seit Februar 2019 verbüßt er eine Haftstrafe von 20 Jahren wegen des Besitzes und Verbreitung von Kinderpornografie. Bei einer Durchsuchung seiner Villa in Las Vegas wurden rund 3225 Videos, what the fuck, ekelhaft, und 105 Bilder, die nicht nur Kinder beim sondern sadistische, gewalttätige Handlungen zeigen, auf seinen Computern und Festplatten entdeckt. Ja, da muss man erstmal schlucken. Das war ein Riesenskandal. Wie gesagt, ich werde noch ein eigenes Video machen. Aber warum erwähne ich das jetzt? Ich könnte mir vorstellen, dass auch das eventuell ein Grund dafür, ich kann nur mutmaßen, eventuell ein Grund dafür gewesen sein könnte, warum man jetzt 8 Jahre nach diesem Skandal nichts mehr findet zur zweiten Staffel. Die existiert einfach nicht mehr und auch fast gar nichts mehr findet zur ersten Staffel und man sich von diesem Format einfach distanziert. Leute, das war ein Fiebertraum. Diese ganze Recherche zu diesem Video. Ich würde mich an der Stelle sehr über einen Daumen nach oben freuen, ist für euch nur ein Klick, wow, aber für mich ein mega Support. Das letzte Mal, als ich so tiefgehend recherchiert habe, war zu Siegfried und Roy. Da habe ich ja eine halbe Doku zusammengestellt. Warum hat der Tiger Roy angegriffen? Waren die beiden ein heimliches Liebespaar? Das und noch so... Waren Siegfried und Roy nicht Brüder? Wollen wir das auch noch gucken? Ja, es gibt schon ein paar interessante Sachen dazu. Könnte man sich nochmal was reinziehen.